Bob, Was Bobs, du denn? dein Liebling. Bob! So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, ne? Und hier ist wieder mal der Mago am Start. Ihr kennt ihn noch aus wilden Videos wie Wer kotzt mehr Müllermilch oder auch dem Halloween-Special erst zuletzt hochgeladen. Da ist wieder der ewige Single-Bob, der auf diesem Weg eine Frau sucht, ne? Nachdem die letzte ja Brettschiss war. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Single seid und einen Schmusebären sucht, ne? Der Also Bob nicht würde sich mich, sondern freuen. der Bob freut sich dann auf jeden Fall. Und wir haben heute hier was vorbereitet. Kennt ihr Jelly Beans? Nicht? Gut, ich auch nicht. Doch, natürlich kennt man Jelly Beans. Und die Firma Jelly Belly hat nämlich jetzt diese Bean Jelly Beans hergestellt mit wirklich weirden Sorten. Also so richtig gammeligen, ekligen Kack. Das kann ich euch hier mal zeigen. Da sind die Beine von der Frau, die nachher die Sorten vorliest, wenn wir am Testen sind, damit wir wissen, was was ist. So sieht das also von vorne aus. Ist schön, wunderbar. Da ist so eine Drehscheibe dabei. Da wird bestimmt, welche Sorte man isst. Guten Servus. Tag, Herr Hallo. Nachbar. Guten Tag. Dann haben wir hier, ja, irgendwie ist immer alles verschwommen, wenn ich das so rummache. Hier sind auf jeden Fall die Sorten alle aufgelistet. Von jedem gibt es zwei verschiedene. Es könnte sein, ihr kriegt eine, die richtig gut schmeckt oder eine, die richtig eklig ist. Das wollen Nimm wir mal ein jetzt aber Beispiel wie gleich. Geburtstagskuchen. Oder? Wo steht denn Geburtstagskuchen? Geburtstagskuchen. Geburtstagskuchen oder schmutziges Spülwasser? Da stelle ich mir den Geburtstagskuchen jetzt aber schlimmer vor. Ihr wisst ja, ich esse eigentlich nicht so gerne Süßes. Ich trinke eher Spülwasser. Wir machen das jetzt mal hier frisch auf. Wir haben das noch nie getestet. Ich kenne das nicht. Ein paar Leute scheinen das schon mal gemacht zu haben, auch auf YouTube. Ich habe das letztens erst gesehen. Ich hatte auch mal gefragt, was es so gibt, was man machen kann. Deswegen ziehen wir jetzt die Packung auf. Vor allem ist schön die Packung eigentlich. Das ist ja hier drumherum, sind die einzelnen auch nochmal alle gezeigt. Also wunderbar. Hier ist ein Müll. So, jetzt machen wir das auf. Hier drin sind auch nochmal die Sorten. Ne? Die Sorten sind auch hinten drauf. Ihr habt jetzt hier diese Spielscheibe zum Drehen natürlich hier die Erdnüsse schön eingepackt. Das sind keine Erdnüsse. So. Wir machen die Packung jetzt mal auf. Schmeißen die Packung. Ich sehe auf jeden Fall sehr viele weiße, helle irgendwie. Im Endeffekt sind nicht mal alle Sorten drin. Im Endeffekt hat man Pech, aber egal. Wir füllen das hier rein. Hier ist jetzt dein Müll. Cool. Geil. So lassen oder die Scheibe lieber auspacken, dass ihr die hier seht. Na, ihr könnt uns ja darauf vertrauen, dass wir das wirklich machen, was da steht und nicht irgendwas anderes. Dann würde ich sagen, der Jüngste fängt an. Der Jüngste ist. Wie alt bist du? Ich bin der Jüngste, ja. Und wie alt bist du? 28. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wie alt er ist. Auf jeden Fall, Marco fängt an. Der kann jetzt hier mal an dem Ding drehen. Und es ist ein schwarzes. Stinkespray oder Lakritze? Was ist denn hier? Magst du Lakritz? Wenn nicht, gönn dir Stinktier-Spray. Ja, probier mal. Vielleicht hast du ja Glück. Und es ist sowieso eklig. Geil, Lakritze. Lakritze? Oh, geil. Hat er theoretisch Glück gehabt, wenn man das so nennen möchte, obwohl viele von euch bestimmt auch keinen Lakritz Ich mögen. mag Lakritz, Hast du deswegen jetzt einfach geil. deinen Finger so daneben oder hast du geschnippt oder hast du einfach die Ich habe ganze einfach. Packung weggeworfen? Ja, ich mache halt auch einfach so und gucken, was ist das? Das ist hell mit braunen Flecken. Das ist Stinkwanze oder geröstete Marshmallow. Ist das das? Ja? Ja, theoretisch. Weil das andere ja. Stinkwanze oder geröstete Marshmallow? Du riechst nichts, du schmeckst es erst beim Draufbeißen. Und? Ist auf jeden Fall süß. Hätte ich aber nicht mal als Marshmallow erkannt. Gut, Scheiße, er hat auch Glück. du kriegst bestimmt was Leckeres. Erdbeer-Bananen-Smoothie oder toter Fisch? Das oder was? Oder? Ja. Das ist aber ein anderes, oder? Das ist doch das, ne? Nee, das Nee. müsste das sein. Du müsstest das hier. Dieses rosane. Weil das ist ja orange. Was ist es? Man riecht halt echt. Erdbeer-Bananen-Smoothie oder toter Fisch? Wieso liest du das denn vor? Wir haben doch hier die Man riecht halt Moderatorin. echt hier. Entschuldigung, ich war jetzt einmal.
Toter Fisch würde ja passen. Er fährt nämlich immer den Fisch aus und deswegen. Und? Und? Was ist es? Er guckt so gut. Der Fisch! Oh! Jetzt ess doch nicht die guten Sorten weg. Jawohl, wir hatten einen Unglückspilz schon mal. Jetzt weißt du wenigstens, dass bei denen was dabei ist. Das ist dasselbe wie ich eben, oder? Das Weiße mit den braunen Punkten. Stinkwanze oder das geröstete Marshmallow? Stinkwanze, Junge. Mal gucken. Das hat weiße Punkte. Ach, grün. Nee, wo ist denn eins? Ich suche gerade. Gute Frage. Hier so eins. Oh. Guck mal, da sind die Punkte richtig groß. Bei mir waren die klein. Das heißt, da ist bestimmt viel Geschmack drin. Ja, die Kamera ist behindert, deswegen sieht man nichts. Ich hänge mich mal hier drauf. Da habe ich besser Platz für irgendwas. Du kannst dir die auch in die Nase stecken, wenn du möchtest. Das ist sogar neu, ja, Stinkwanze. Manche gibt es nämlich schon länger. Und manche sind auch neu. Ja! Schon ich wieder hatte, Marshmallow, oder? Ich hatte den gerösteten Marshmallow. Das kann doch nicht sein. So. Und? Das ist zwischen Schwarz und dem anderen. Noch oder beide nehmen, das geht auch. Ich habe entschieden Schwarz. Schon wieder. Also schwarz. Was könnte schwarz sein? Stinktierspray oder Lakritze. Stinktier oder Lakritze? Also es ist auf jeden Fall kein Lakritz, aber es schmeckt eigentlich eher süßlich wie Popcorn Butter. Also ich esse öfters Stinktier. Ich glaube, Stinktier schmeckt eigentlich richtig gut. Ich glaube, der hat Schokoladenpudding erwischt. Ich weiß nicht, was ich habe. Das kann auch Schokoladenpudding gewesen sein, was du erwischt hast. Es hat auf jeden Fall eine komische Note, aber ich finde das jetzt nicht schrecklich. Aha, ist grün. Nasenpopel oder saftige Birne? Na, Nasenpopel kann ja nicht so schlimm sein. Ne? Die schmecken doch eigentlich neutral. Und? Das Gesicht verzieht sich. Was kann das noch sein? Saftige Birne. Die Birne. Weg damit. Und? Du riechst nach Schokoladenpudding aus dem Mund. Das ist Stinktier, Mann. Ich glaube, das soll da Pöbel sein, aber das schmeckt gar nicht nach Pöbel. So. Also Bob hatte wieder gleich, das Eklige. Gleich beschweren hier. Wo sind die Pöbel? Ich habe schon wieder entweder geröstet Marshmallow. Stinkwanze, genau. Da liegt doch schon eine da drüben. Die kannst du dir gerne mal. Du riechst halt wirklich keinen Unterschied. Das ist wie wenn du an einem Stein riechst. Also was, da riechst du auch nichts. Wieder mal Marshmallow. Also die sind kaputt. Ihr müsst die anderen nehmen, die nach Fisch riechen. Die sind auf jeden Fall in Ordnung. Das ist auch das... Nasenpopel oder saftige Birne? Nasenpopel heißt Buga, ja? Ja, das ist ja dann also das. Also. Auch einfach irgendwie süß. Keine kann Ahnung. Könnte Pfirsich gewesen sein. Ich denke mal, das war Birne. Pfirsich ist orange. Obwohl es gar nicht nach Birne schmeckt. Sonst haben die doch immer einen richtig genau den Geschmack, wie es wirklich draufsteht. Aber das ist keins von beiden, meiner Meinung nach. Ach nee. Lakritze oder Stinktier. Also, wir erwischen komischerweise immer dieselben Sorten. Da steht Schrift drauf. Steht da auch eine Schrift drauf? Da steht überall Jellybean drauf, oder? Ja. Im Ernst? Ja. Betrügen. Und? Schmeckt wie meine Jacke. Und, was hast du? Da irgendwas Ekliges. Also doch Lakritz. Nee, es könnte ein Stinktier sein oder das Hundefutter. Wie Hundefutter? Ja, Hundefutter ist braun. Achso. No. Sag mal, findest du hier eigene Sorten oder was? Ja, gut, das finde ich. Gut, dass ich das neben mir habe. Dreh einfach nochmal hier und dann passt das. Das hat man noch nicht, oder? Faules Ei oder Butterpopcorn? Nee. Nee. No. Ja, aber was? Weiß mit gelben Punkten?
Ja, das. Ja, muss weiß. Ja, das. Die sehen aber auch verdächtig aus. Das sieht gar nicht aus wie da drauf. Also. Ich creepe durch die Nacht. Was? Oh, ich hab's faule Ei. Du bist ein faules Ei. Würde mich ja auch mal interessieren, aber ich darf ja nicht schummeln, ne? Deswegen ziehen wir mal weiter den Strang. Das ist ein Stück auf dem gepunkteten Lilanen da. Das, was aussieht wie Tutti Frutti, oder? Oder kann's ja schon lesen. Socken. Stinkende Socken, ja. Da hat man sich schon dran gewöhnt, das kann er nicht mehr umhauen. Boah. Zeigst du den Geschmack von faulen Eiern im Mund? Mm. Bah. Was? Das sind keine Socken, das ist die Mülltonne, die da vorne steht, einfach. Jedes Mal, wenn man da vorbeiläuft. Das ist so richtig, als würden die Fliegen sich schon dran rumpaaren und einfach nur. Oh. Nee, irgendwie hat es auch übelst den Fischgeschmack auf einmal. Schmecken eure dann Socken auch noch Fisch? Also irgendwie hat es voll so einen öligen Dosen-Sardinen-Geschmack, aber keine. Oh, Bob hat das gleiche wie ich. Denkst oder? Du? Ja. Ein faules Ei also, oder Butterpokal. Da wäre auch so eins hier. Nee, das will ich nicht. Ich will das. Mm, gönn dir. Du riechst es nicht. Er guckt schon so. Das war kein Butterpopcorn. Ich glaube schon. Ich habe nur die Butterpopcorn gegessen. Ja, Blubberpopcorn. Aber ich glaube, das war was Normales. Du hast es da unten mit, oder? Haben wir sowas noch? Das ist schon wieder das Braune. Hier, glaube ich. Was könnte es sein? Stinkwanze oder geröstete Marshmallow. Alter, ich hab's heute damit, oder? Mit Stinkwanzen. Ich will die Stinkwanze erwischen. Du hast schon wieder das Falsche genommen. Das ist doch das hier oben, was du genommen hast gerade. Du musst das mit den leichten braunen Punkten. Schade. Du kannst auch beide nehmen, also beim nächsten Mal. Du kannst ja immer das, was da ist, und das Gegenüberliegende gleichzeitig. Das ist wie im Dschungelcamp. Pff. Wieder was Gutes. War wieder der Marshmallow. Man schmeckt immer erst später, ob es das falsch oder richtig ist. Da sind schon wieder die Socken. Na, die kennt man ja. Das kann einen jetzt nicht mehr vom Body hauen. Nee. Ist das jetzt schon wieder hier oben das? Da war es doch. Da. Blaue Punkte. Hä? Das ist doch aber das. Nee, das ist das. Und was ist dann das? Geburtstagskuchen. Da sind doch verschiedene Farben drauf, so wie da. Und da ist das Ding eher rosa mit verschiedenen Farben. Also müsste das doch eigentlich trotzdem das sein, dachte ich. Aber was ist dann das? Das ist dann... Das müsste der Pfirsich sein. Gut, wir blicken nicht mehr durch, aber Pfirsich ist ja... Du hast deins jetzt im Mund. Jetzt muss ich mir alle Sorten durchgucken. Was ist denn das hier unten? Das war nicht das, was drauf stand, was er nehmen sollte. Nee, das war das hier unten. Das war das mit toter Fisch, glaube ich. Echt? Das hat auf jeden Fall schon wieder, vielleicht ist der Fischgeschmack noch von der Socke davor, ich weiß es nicht, aber wie Tutti Frutti schmeckt es auch nicht. Lass einen Bob drehen, komm, ich der will sein nächstes. Warte. Irgendwie schmeckt alles nach Fisch. Oh, weiß. Verdorbene Milch oder Kokosnuss? Ach nee, keine verdorbene Milch. Du trinkst öfters Milch bei mir und die steht meistens schon ewig. Also kann sein, dass du das auch schon kennst. Kokosnuss. Oh, schade. Sag mal, wollt ihr so lange etwa machen, bis die Dünger leer sind oder was? Dann stehen wir in 10 Jahren noch da. Soll ja jetzt das sein. Ist mir egal. Spülwasser oder Geburtstagstorte. Spülwasser, ja. Genau. Oh, gib mir Spülwasser. Es kann besser schmecken als der Kuchen. Nein, weder noch. Ich hatte Tutti Frutti. Da rafft man doch gar nichts mehr. So ein dreckiges Spiel. Kauft's euch nicht, ich sag's euch.
Schon wieder hier Pobelzeug. Das müsste ja ganz eindeutig jetzt aber das sein, ja? Gut, ist nichts anderes da. Oder saftige Birne. Das schmeckt nach altem Laub, ja. Also Birne ist das auch nicht. Los, Bob, dreh. Und? Er hält auf. Er hält auf, keine Ahnung, fertig. Ja. Toter Fisch. Ach. Schatz mit seinem Fisch, oder? Den hat er schon zum dritten Mal. Sollte er selber nachziehen. Ja. Nee, das ist der hier. Ja, der. Ja, ja. Hilfe! Hilfe! Dämon! Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde und diesmal dreht sich jeder zwei und isst sie gleichzeitig und dann... Sonst geht das alles viel zu lange. Einfach, der Marco fängt nämlich an. Er tut sich jetzt mal zwei Sorten noch raus. Ach, kannst ja schon beide nebeneinander nehmen, da ist es eindeutig. Ja, ich wüsstest du, greif mir schon mal zu dem. Schon wieder dein Stinktier. Auch. Aha, da hast du so was machst. Wenn man, wenn die Hand einfach drin bleibt und... Die verdorbene Milch. Verdorbene Milch mit Stinktier, okay. Ich probiere trotzdem erst einzeln. Ja, du musst sie zusammen essen. Nein. Am besten, wir hätten sie alle gleichzeitig zusammen reingehauen. Das gibt doch den ultimativen Mix. Also Leute, ich empfehle euch, kauft euch Kokosnuss mit Lakritz. Die Kombination ist geil. Das als Energy-Drink noch. Gibt's bestimmt noch nicht. Gibt's überhaupt Lakritz-Energy-Drink? Nein! Wieso hat das doch keiner gemacht? Ja, ich hatte jetzt wirklich Kombo Kokosnuss-Lakritz. Saugeil. Pfirsich oder Erbrochenes? Barf. Ich habe noch nie Barf gehört. Warte mal. Jetzt, das verwechselt man wieder mit dem. Nee, das ist das, ja. War so schön. Ja, das andere müsste ja... Ach, vergesst es einfach. Wir haben also Erbrochenes oder Pfirsich mit. Das hat man auch noch nicht, oder? Braun. Das ist braun. Hundefutter oder Schokoladenpudding. Hundefutter. Erbrochenes mit Hundefutter. Ich nehme sie trotzdem mal beide und guck. Da schmeckst du aber nicht, was du hast. Das übertönt sich dann. Das ist scheiße. Aber bei eins links und eins rechts zerkaut. Eins ist auf jeden Fall Pfirsich. Und ich glaube, das andere ist Schokoladenpudding. Schöner, süßer Pfirsich-Schokoladenpudding. So muss es sein. Och nee. Stinktierspiel oder Lakritze? Im Endeffekt ist da kein Stinktier drin. Und nochmal! Gönn dir zwei Stinker. Hau rein. Beiß drauf, komm. Was ist es? Stinktier. Und das nächste, komm rein damit. Verstärkt den Stinktiergeschmack. Aber wirklich beides, ne? So ganz geht natürlich. Ich will trotzdem noch einmal. Schnibbel an die Hand. Stinkesaugen. Oder du die Frutti. Was hatte ich denn da vorhin? Das da hatte ich. Ist grün. Du kannst hier eh nicht mehr unterscheiden, was es sein soll. Es ist wie bei McDonald's, wenn du dir einen Big Mac holst und machst die Packung auf, du erkennst ihn nicht wieder. Das sieht einfach alles komplett anders aus, als es sein soll. So, wir hören noch kurz Markus Feedback ab an zu dieser letzten Sorte noch kurz. Und es ist... Also wie Stinkesocken schmeckt es nicht. Was könnte das schmutzige Spülwasser sein? Was? Suchst jetzt alle Sorten zu suchen. Boah! Ich hatte schmutziges Spülwasser, jetzt kommt's durch. So, und jetzt MC Ramses mit dem Schlusswort. War das alles? Ja. Sind die zwei nicht dieselben, links und rechts, die Weißen? Ja, mit den grünen Punkten treten. Und der kleine Bonus noch und jetzt lass es sich schmecken. Hau rein. Jetzt hast du das doch 50 Mal drauf.
Versau die halt nicht so, ja. Jetzt muss ich wieder alles zurücksortieren. Hier. Sag mal, wie viele Sorten gibt's eigentlich? Ist doch viel, irgendwas passt da nicht. 4, 5, 6, 7. Das ist ja nur weiß. Ja, nur weiß. Ach so, kein ja, mit Kokosnuss oder. Ist auch 10 mal drin. Das hat Punkte. Was sind das andere bei Kokosnuss? Das hat andere Punkte. 10 mal brauchst du jetzt. Was sind das andere? 3 Sets. Verdorbene Milch. Eins fehlt dir noch. Eins fehlt. Das hier. Ah, nee, das. Schwarz, oder? Nee. Das hier? Schmutziges. Ja, das. Schmutziges. Aber das ist doch dasselbe wie das. Nein. Doch, da haben sie nur vergessen, mehr gelbe Punkte drauf zu machen. Scheißegal, nimm jetzt im Mund. So, der Bob kam auf die geistreiche Idee, nochmal alle Sorten mit einmal zu nehmen. Und ich würde sagen, Bob, jeder von uns auch noch ein braunes, komm. Was war braun? Könnt euch noch ein braun. Hundefutter oder? Schokopudding. Also es ist auf jeden Fall eine lustige Idee, kann man mal machen. Ich finde aber, dass die Sorten irgendwie zu schwach sind. Ich hab nen Schokopudding. Ich finde, das könnte ruhig viel kräftiger sein. Es soll zwar eklig sein, aber es hält sich trotzdem irgendwo in Grenzen. Also ich empfehle euch das Faule einig, das war wirklich widerlich. Ist vielleicht ein guter Partygag oder so, aber ich hab's mir jetzt schlimmer vorgestellt, nachdem viele da so übertrieben gleich vom Stuhl gefallen sind. Ist trotzdem cool in dieser Packung, auch mit dieser Drehscheibe. Also ich fand den Nachgeschmack von diesem toten Fisch einfach nur widerlich. Na dann hau rein, Ramses. Gibt ja welche, die essen auch gern Surströmming und sagen, oh, die merken dann nichts. Liegt auch, glaube ich, an jeder Person nochmal selber. Ich würde sagen, das war's trotzdem mit dem Video. Das war's von unserer Seite aus. Wenn ihr noch irgendwelche coolen Ideen habt oder was wir mal testen sollen oder ausprobieren sollen, Banana Sprite Challenge oder so, schreibt's ruhig mal in die Kommentare. Ich gönne mir jetzt noch die Hand. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Willst du mich verarschen? Was ist das? Bratz Braune? Nee. Schokopudding oder Hundefutter? Also irgendwann merkt man gar nichts mehr. Jetzt hat es nach Dönerfleisch geschmeckt auf einmal. Wenn sich alles kombiniert, hast du Dönerfleisch. Jetzt wisst ihr ja, das Hundefutter? Wie der Dönerspieß hergestellt wird. Der Bob rotzt einfach über alles hier hin und die Nachbarn laufen durch. Alles wird also gut. Ich habe noch einen Schokopudding zum Abschluss erwischt. Ich fand es aber gut. So. Ja. Gerade die letzte Handvoll. Wunderbar. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Ramses.